Den Zwölfen zum Gruße. Ich war leider ein wenig krank und deswegen kamen keine Videos zu Sternschweif HD. Das holen wir jetzt nach. Am Wochenende ist ein kleiner Patch gekommen oder der erste richtig große Patch. Und wir sind hier in Tiefhusen. Da sehen wir eine Erneuerung schon von, nämlich die Straßen waren komplett leer, abgesehen von einer Person, zu der kommen wir später nochmal. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das hier so aussieht. Ich spiele jetzt auch auf den höchsten Einstellungen außer dem Tiefenunschärfe, weil ich das einfach nicht mag. Ansonsten ist alles auf Maximum. So. Eine Neuerung wäre zum Beispiel hier die Brunnen, die man an kleineren Dörfern oder Städten und so findet. Da kann man draufklicken. Ups. Und gegenrennen. Ah, gegenrennen, okay. Hier befindet sich ein Brunnen. Wollt ihr davon trinken und eure Wasserschläuche auffüllen? Ja. Ihr fühlt euch herrlich erfrischt. Sehr schön. Also kann man so seinen Durst auch kostenlos löschen. Finde ich ganz gut gemacht. Ja. Tiefhusen schön, da rennen wir ein bisschen schneller. Ein oder andere mag es wissen, Tiefhusen ist unter der Kontrolle der Orks. Geht weiter! Genau. Die Schwarzpelze sind hier. Was gibt es noch für Erneuerungen? Das Wichtigste wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir endlich die Level abmachen können. Da kommen wir gleich zu. Das ist der einzige, der bisher da gewesen ist, der Henska. Ein oder andere mag ihn kennen. Hier gibt es eine Quest zu machen. Da ist er eine wichtige Rolle. Gehen wir mal rein. Odin Hammerfell. Steigen wir mal auf und zeigen mal, dass das geht. Soll der Stufenanstieg von Odin automatisch durchgeführt werden? Nein. Okay, hat ein paar Lebenspunkte bekommen. Wir steigern Mut und das ist gar nicht so neugierig. Dann können wir natürlich ganz normal Talente steigern. Da machen wir einfach irgendwas hohes, total unwichtig. Nur damit ihr seht, das klappt ja jetzt endlich schön. Also, ja, ein Reiter, bla bla bla, das ist erstmal nicht so wichtig. Was gibt es sonst Neues? Ganz wichtig auf jeden Fall, gehen wir aufs Spiel verlassen. Man kann nämlich jetzt sich eigene Charaktere machen. Das ging vorher nicht, man musste mit der vorgeschriebenen Gruppe reingehen oder sich das Mod-Tool nutzen, was ich hatte, um die Charaktere vom Vorgänger zu übernehmen. Und hatte sonst eigentlich nur, die bisher im Early Access, dass man nur diese spielen konnte. Die dann auch nicht aufgestiegen sind, leider. Das funktioniert jetzt. Charaktergenerator. Da können wir würfeln. Per Zufall, wie die Größe und dergleichen sind. Auch natürlich Geburtstag wichtig, wegen den zusätzlichen Fähigkeiten, die bringen können, je nachdem, wo man geboren ist. Wir machen uns eine, ja, eine Gauklerin. Warum nicht? Für die Alteingesessenen, die wissen natürlich, wie es geht. Aber für welche, die keine Ahnung von dem Spiel haben. Man braucht bestimmte Charakterwerte, und zwar positive und negative. Und je nach Charakterklasse, wie jetzt zum Beispiel der Gauklerin, muss ich mindestens die negative Eigenschaft von Aberglaube auf 7 haben. Und jetzt habe ich Punkte zum Verteilen hier. Da muss ich also erhöhen auf 7. Und je nachdem, also je höher das ist, desto schlechter. Und je höher das ist, desto besser. Also wenn das hier alles grün ist, könnte ich so die Gauklerin spielen, hab aber, oder den Gaukler, je nachdem, und hab 6 Punkte übrig, die ich irgendwo einsetzen kann. Kann aber auch sagen, dass dieser Gaukler ziemlich dumm wäre als Beispiel einfach mal und krieg hier Pluspunkte, seht ihr das? Und sein Charisma wäre, naja, das ist halt Blödsinn, aber egal, einfach als Beispiel, dass ihr seht, wir können Punkte anders verteilen, um irgendwo speziell besser zu sein, meinetwegen. Oder halt auch schlechter. Ne? Klar, hier heißt es halt natürlich höher machen, um Punkte gut zu kriegen und niedriger und dergleichen. Ja, und Namen eingeben oder auswürfeln. Auf jeden Fall funktioniert es, sich Charaktere zu machen. Und das ist ein cooles Ding. Was gab es sonst noch? Ja, das ist das Anfangsintro. Das können wir mal gerade einfach vorseppen. Querer Sim. Läuft auch alles viel flüssiger seit dem Patch. Definitiv. Man kann sehr gut hier rumrennen. Ihr wisst noch beim letzten Mal,
das klappt alles ganz gut. Also ist ein richtig schöner neuer Patch. Was wurde auf jeden Fall sonst noch geändert, sind kleinere Macken und so Texte, sag ich mal. Probleme will ich es nicht nennen, aber wenn irgendwie ein Textfeld gewesen ist, davon habe ich ja auch ein paar entdeckt, dann, dass da irgendwie noch was gefehlt hat, irgendwie ein Wort oder dergleichen. Solche Sachen wurden ausgemerzt. Ob sie alles gefunden haben, weiß ich nicht. Da will ich auch nochmal allen anderen Testern oder Early Access Usern wie mich danken, dass ihr so viele Fehlermeldungen hinschreibt, wenn ich weiß, wie es geht. Einfach mal Escape drücken, Entwicklerkontakt reinschreiben. Hier, da, was weiß ich, keine Ahnung, Queerer Sim steht ein Mann auf einem Baum. Als Beispiel. Oder was auch immer. Oder der Händler in Queerer Sim, und zwar der Waffenhändler, sage ich jetzt mal, der nicht da ist, weil wir nicht Markttag haben. Der hat, bei dem steht bei der Ochsenherde Strichfall 45678. Also solche Sachen wurden ausgemerzt oder die auf jeden Fall entdeckt worden sind. Das haben sie gefixt. Das finde ich ganz gut. Dann war noch was mit der Lore in der Binge, in der Zwergenbinge. Bin ich aber selber noch gar nicht hingegangen, weil ich habe jetzt eine ganze Woche nicht gedaddelt. Ja, wichtigste Erneuerung auf jeden Fall, dass die Performance besser und runder läuft. Und dass Levelaufstiege und man eigene Charaktere machen kann. Also das ist eigentlich die größte Erneuerung. Ansonsten werde ich euch natürlich auf die nächsten Tage auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Ich vermute mal, dass wir irgendwo in Gashok eine Quest machen werden. Und zwar die Nebenquest. Die ist da ganz nett. Ja, würde ich sagen, bis demnächst. Euer Chojin.